Jetzt hat es Friends Darsteller Matthew Perry, 49, wohl zu weit getrieben, weil er nur noch mit seinem Handy und dem Online-Flirten beschäftigt war, flog der Hollywood-Star aus seiner Entzugsklinik. Seine Freunde machen sich derweil Sorgen um den 49-Jährigen, der wieder rückfällig werden könnte. Statt in der Entzugsklinik von Drogen und Alkohol loszukommen, hat Schauspieler Matthew Perry lieber Frauen im Kopf und in seinem Chatverlauf. Matthew, der durch seine Rolle als Chandler Bing in der erfolgreichen Serie Friends besonders durchstartete, hat in seiner Freizeit die Promi-Dating-App Plier für sich entdeckt. Problem an der Sache: Der 49-Jährige befindet sich derzeit in einer Entzugsklinik und soll sich dort voll und ganz auf sich konzentrieren. Stattdessen verabredet sich der Hollywood-Star mit Frauen, was unglückliche Folgen für ihn hat, verrät jetzt ein Freund des Schauspielers im Gespräch mit der Zeitschrift National Enquirer. Und weiter erzählt er, der 49-jährige Matthew, der im vergangenen Jahr fast an einem Darmdurchbruch gestorben wäre, reagierte hingegen auf den Rauswurf total gelassen und meldete sich bei Twitter zu Wort, doch die Freunde und Personen in seinem näheren Umfeld machen sich große Sorgen um den Schauspieler und befürchten, er könnte seine Sucht nach Drogen und Alkohol durch eine Sucht nach Mädchen ersetzt haben. Was meinst du? Gib deine Stimme in unseren Voting unten ab.